Guten Morgen, alle guten daheim. Ich bin Sandra und ich bin hier, dass ihr den Morgen wollt wissen mit mir singen und wibbeln. Und wir fangen direkt mit Wibbeln an. Und zwar habe ich mein Flöte mitgebracht. Das ist kein Blockflöte für so zu spielen, aber das ist ein Querflöte, die halten so schief. Und auf meiner Querflöte spiele ich irgendeine Musik. Und der lauscht dort gut. Aus die Musik ein bisschen mehr schnell, für mich schnell zu trippeln oder mich schnell daheim zu wibbeln. Oder aus die Musik ein bisschen mehr los und der trippelt ein bisschen mehr los daheim. Wenn die Musik von der Flöte stoppt, dann kann ich euch eine Aufgabe für eure Körper. Was der Dummer sollt machen. Und es geht los. Musik hat gestoppt, dann geht mal gucken, ob ihr daheim etwas fand, wo ihr nur es kann kussen. Und zwar etwas, was Müll ist. Entweder ein Kissen, ein Decken, ein Rideau, der Kanapé. Geht mal gucken, was ihr nur so kann kussen daheim. Okay, dann gucken wir mal, ob ihr könnt ihr Knie beugen und das zwar fünfmal um Stück an rufen. Ich mache mal dran. Eins, zwei, drei, vier und fünf. So, nun machen wir etwas für uns Hände, uns Fangerin. Und zwar freue ich mich, dass ihr da 10 Mal noch 4 an die Hände klappt. Wir zählen zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Tipptopp. Und geht weiter. Dann probiert mal, ob ihr etwas fand für eure Kunde. Könnt ihr wohl etwas aufpacken, was aus Holz ist? Vielleicht der Boden oder euren Tisch oder ein Bankstuhl. Was fand ihr daheim, wo ihr kann aufpacken? Etwas aus Holz. Alles, sieht mal gut. Ich fand ihn halt leider nicht aus Holz. Mit der hat bestimmt etwas daheim, was ihr fand. Tipptopp, ich hoffe, der hat daheim schon ein bisschen gewibbelt. Die Flöte die hat noch genug geschafft, die lehne ich auf die Zeit. Und da fangen wir auch schon an mit Singen. Und zwar wibbeln wir. Wir testen mit den Zehen, mit den Füßen, mit den Knien und dann mit den Beinen. Ich mache hier eine kleine Begleitung. Ich singe vier. Und wenn ich so weise, dann könnt ihr mit singen, dann könnt ihr zusammen singen. Mit mir. Wir wibbeln mit den Zeven, wir wibbeln mit den Face, wir wibbeln mit den Knie, wir wibbeln mit de Melodie. Wir wibbeln mit den Zeven, wir wibbeln mit de Face, wir wibbeln mit de Knie, wir wibbeln mit de Bein. Wir wibbeln und dribbeln, wir singen und sprangen, wir wibbeln und dribbeln, da bleiben wir fit. Noch einmal mit den Zeven. Wir wibbeln mit den Face, wir wibbeln mit den Knie, wir wibbeln mit den Bein. Wir wibbeln mit den Zeven, wir wibbeln mit den
face. Mir wible mat de kneien, mir wible mat de bin. Mir wiblen an dribblen, mir sangen an sprangen. Mir wiblen an dribblen, da bleiben mir fit. Tipptopp, so, mir üben wir noch pur. Sachen, was wir können, was wir in Zewe machen. Der hat bestimmt eine Idee daheim, ist schon auch ein und zwar. Stellen wir uns auf Zewe spitzen und wir bleiben da. Voilà. Okay. Mit der Face, was können wir da machen? Wir können zum Beispiel auf einem Fuß stehen bleiben, ohne zu wibbeln. Und wir zählen bis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tipptopp, die andere Seite noch. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Und dann als Knien, die holen wir an die Lut und wir machen dann Drop und zwar überkreuz. Das ist vielleicht ein bisschen schwer für verschiedene, aber das ist nicht schlimm. Und wir zählen auch bis 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Lo haben wir schon. Zeven, Face, Knien an, Bein, die haben wir noch nicht gemacht. Dann sehe ich mal noch etwas für dich. Und wir machen es einfach ab und so. Und wir sprangen. Zehnmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, hier innen, da haben wir schon gut gewibbelt. Mir fehlt aber noch ein bisschen der Rest vom Körper. Es geht hier rund mit dem Pupus. Da kommt der Bauch, die Schultern und der Kopf. Wir machen nicht wie viel drin. Ich sage noch 4 und ihr könnt nur mit singen. Geht los, man Pupes. Mir wibbeln am Pupes, mir wibbeln am Bauch, mir wibbeln mit den Schultern, mir wibbeln am Kopf. Mir wibbeln am Pupes, mir wibbeln am Bauch, mir wibbeln mit den Schultern, mir wibbeln am Kopf. Mir wibbeln und dribbeln, mir singen und sprangen. Mir wibbeln und dribbeln, da bleiben mir fit. Und noch ein Kehr. Mir wibbeln am Pupes, mir wibbeln am Bauch. Mir wibbeln mit den Schultern, mir wibbeln am Kopf. Mir wibbeln am Pupes, mir wibbeln am Bauch. Mir wibbeln mit den Schultern, mir wibbeln am Kopf. Mir wibbeln und dribbeln, mir singen und sprangen. Mir wibbeln und dribbeln, da bleiben mir fit. Tipptopp. Dann gucken wir, was wir noch können mit unseren Pupes machen. Wir können ihn zum Beispiel nur längs und rechts machen oder wir können ihn klappen, warm klappen. Der fand bestimmt daheim, wenn das Lied noch Pummel mit der Mama und dem Papa singt, könnt ihr da noch eine Variante finden. Weil den alles mit den verschiedenen Körperdelen kann machen. So, der Pupe ist nicht gewebelt, der Bauch, den strecken wir mal und wir machen Hula Hoop. Den Ewe und den anderen Weg. Okay. Als Schellerin, die können wir dreinen. Noch Handen. Ein. Und noch 4. Oder wir können zum Beispiel wie kleine Ball, den Ewe als Schellerin springt, noch abschießen an die andere Seite. Tipptopp an den Kopf. Der muss viel schaffen. He? Du hast einen Computer dran. Mit dem sind wir ganz tus. Wir machen mal die eine Seite. Ja, nur links für mich, nur jetzt für erst. Nur links für erst. Nur 4. Und nur Hand. So, da fehlt aber noch ein wichtiger Teil. Und zwar als Fangerin, die brauchen wir unbedingt dann die Ellbogen an als Arm.
Und dann, wenn wir die haben, dann haben wir schon ziemlich viel von unserem Körper wegrascht gemacht. Und mit denen haben wir schon gut gewiebelt. So, ich mache nicht Musik nach einem Kaffee. Und wir machen das hier just einmal, wo ich vier singe, und einmal, wo der noch singt. Geht los mit den Fangern, ne? Wir wibble mit den Fangern, wir wibble mit den Händen. Wir wibble mit den Elbein, wir wibble mit den Ehren. Wir wibble mit den Fangern, wir wibble mit den Händen. Wir wibble mit den Elbein, wir wibble mit den Ehren. Wir wibbeln und dribbeln, wir sangen und sprangen. Wir wibbeln und dribbeln, da bleiben wir fit. Tipptopp, dann sehe ich mal noch etwas für als Fangerin. Die muss viel schaffen den ganzen Tag. Wie wäre es, wenn wir mit diesen Fangerin gingen küssen? Und zwar so. Mit dem Daumen auf den Zeigefinger, auf den Mittelfinger, auf den Ringfinger und auf die Klängefinger. Anderem Trick, die Klängen, der Ringfinger, der Mittelfinger und den Zeigefinger. Auf jetzt ein bisschen schwer zu machen, holen wir die zwei an. Probiert mal. Ob die gut können, oben hin, drücken und küssen. So, tipptopp, als Hand. Oh, die müssen ganz viel gewascht gehen an der letzten Zeit. Ich meine, das könnt ihr ganz gut schon. Ne? Leider, leider. Ja. Hallo. Weil wir das so gut gemacht haben, können wir auch einmal mit den Händen gut klappen. Bravo. Okay. So, die Elbein kommen noch dabei. Die küssen auch gern. Hin und her, fünfmal. Zwei, drei, vier und fünf. Der können aber auch zum Beispiel wie ein In oder wie ein Fädchen. Tun wir da wackeln. Okay. So, lo können noch zum Schluss kommen. Der an die drei nehmen mal. Noch Handen. Ei. Dreimal noch hin und dreimal noch vier. Eins, zwei, drei. So, wir haben schon ganz lit gelehrt von den Zeven bis rup bei den Kopf. Und wir machen das Lied ein Kaja. Alles bei Ihnen, aber mehr schnell. Okay? Geht los mit den Zeiben. Wir wibble mit den Zeiben, wir wibble mit den Face. Wir wibble mit den Knien, wir wibble mit den Bein. Wir wibble mit den Zeiben, wir wibble mit den Face. Wir wibble mit den Knien, wir wibble mit den Bein. Wir wibbeln und dribbeln, wir sangen und sprangen. Wir wibbeln und dribbeln, da bleiben wir fit. De Puppes. Wir wibbeln am Puppes, wir wibbeln am Bauch. Wir wibbeln mit den Schellern, wir wibbeln am Kopf. Wir wibbeln am Puppes, wir wibbeln am Bauch. Wir wibbeln mit den Schellern, wir wibbeln am Kopf. Wir wibbeln und dribbeln, wir sangen und sprangen. Wir wibbeln und dribbeln, da bleiben wir fit. Wir wibble mit den Fangren, wir wibble mit den Händen. Wir wibble mit den Elbein, wir wibble mit den Ehren. Wir wibble. Ah, nee! Wir wibble mit den Händen. Wir wibble mit den Elbein, wir wibble mit den Ehren. Wir wibbeln und dribbeln, wir sangen und sprangen. Wir wibbeln und dribbeln, da bleiben wir fit. Noch einmal. Wir wibbeln
ersprangen. Wir wibbeln an Dribbeln, da bleiben wir fit. Tipptopp, hat er das dort gemacht? So, hat er Lust, nach einem letzten Keier mit mir zu wibbeln und zu dribbeln? Das Keier machen wir alles just einmal. Haben wir wiederholen nicht, da soll ich viel sagen. Und während sagt, wir machen ein Keier von der Face bis bei der Kopf. Der Schluss, und da sind wir fertig für heute. Geht los bei den Zeven. Wir wibbeln mit den Zeven, wir wibbeln mit den Face. Wir wibbeln mit den Knien, wir wibbeln mit den Bein. Wir wibbeln an Dribbeln, wir sangen ersprangen. Wir wibbeln an Dribbeln, da bleiben wir fit. Wir wibbeln am Pupes, wir wibbeln am Bauch. Wir wibbeln mit den Schultern, wir wibbeln am Kopf. Wir wibbeln an Dribbeln, wir sangen ersprangen. Wir wibbeln an Dribbeln, da bleiben wir fit. Wir wibbeln mit den Fangren, wir wibbeln mit den Händen. Wir wibbeln mit den Ellbogen, wir wibbeln mit den Arm. Wir wibbeln an Dribbeln, wir sangen ersprangen. Wir wibbeln an Dribbeln, da bleiben wir fit. Einkehr! Wir wibbeln an Dribbeln, wir sangen ersprangen. Wir wibbeln an Dribbeln, da bleiben wir fit. So, bravo, erst alle Guten daheim, der hat tipptopp mit gewibbelt, gedribbelt, gesungen. Und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht eine Kehre. Ich wünsche euch alles Gutes, noch einen schönen Tag und bis vielleicht eine Kehre. Ciao, ciao!